Hallöchen zusammen. Wie ihr sehen könnt, geht's heute mal richtig in die Natur. Und das wird, so wie ich mir das vorstelle, das erste große Highlight dieser Tour. Zumindest für mich. Was noch folgen wird, ist eine andere Geschichte. Da kommt noch so das eine oder andere. Aber dieses hier, was ihr jetzt sehen könnt, ist für mich persönlich ein Wunschziel gewesen. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran. So, ich bin an meinem Ziel angekommen. Dort sieht man ein bisschen vom Wasser. Aber weswegen ich eigentlich hier bin, sieht man auf der Seite hinter dem Bus. Und die werden ja abends auch irgendwann weg sein. So, hier geht's rauf zum Palatia-Monument. Das möchte ich als erstes machen, weil beim Leuchtturm selber scheint gerade noch ein, naja, relativ großer Andrang sein. Hier stehen vielleicht 20 Autos oder 30, mehr nicht. Deswegen kann man nicht von großem Andrang sprechen. Ist halt auch außerhalb der Saison. Mich hat es auch schon gewundert, dass mir die ganze Fahrt keiner entgegenkam, außer zwei Autos. Aber das ist hier wohl nicht ganz so bekannt. Obwohl das, was für Nordnorwegen das Nordkap ist, ist für Südnorwegen hier das Südkap. Ich zeig's euch gleich nochmal. Das ist der Gedenkstein, den ich vorhin unten erwähnt habe. Da gibt es auch noch eine Texttafel zu auf der Rückseite. Die werde ich euch jetzt gleich wieder kurz vorlesen. So, jetzt kommt der Text. Ich schwenke dabei mit der Kamera einfach mal so ein bisschen, damit ihr was von der Landschaft aus seht. Der Gedenkstein wurde errichtet nach dem Abschuss des deutschen Kriegsgefangenenschiffes MSP Palatia vor dem Leuchtturm Lindesens am 21. Oktober 1942, bei dem 885 sowjetische Kriegsgefangene, 70 deutsche Soldaten und der norwegische Lotse Johannes Sandvik ums Leben kamen. Das Monument wurde gestaltet von Arne Vinje Gunnevatt, errichtet von der Sørlands Kriegsgedenkenvereinigung und der Lindesnes Kommune. Enthüllt wurde es von seiner Majestät König Harald, das kann ich nicht lesen, am 21. September 1997. So viel dazu. Ansonsten landschaftlich hier, wie ihr seht, sehr karg, aber mir gefällt's. Und jetzt geht's erstmal weiter dort rüber Richtung Küste. Also hier ist nirgends jemand unterwegs, wie ihr sehen könnt. Und es rennen alle nur zum Leuchtturm. Dabei ist es auf dieser Seite doch auch super. Mit dem offiziellen Weg ist hier ein bisschen schwierig. Gelegentlich kommen solche Punkte, wie ihr hier gerade vielleicht erkennen könnt. Und das ist der Weg. Und da muss man gucken, wo die meisten mal hergetrampelt sind. Jetzt, wo ich hier unten im Tal stehe, in so einer Sohle, merkt man richtig, dass wir doch diese 19 Grad haben. Ups. Und es ist richtig warm, weil hier keinerlei Wind ist und die Wärme steht so zwischen diesen, ja hier, da gibt es so eine kleine Schneise zum Meer, aber ansonsten bin ich ja in so einem Kessel. Und es ist muckelig warm. Tut mal richtig gut. Der Boden hier wird so richtig morastig. Und hier summt und brummt es überall ganz schön. Guckt mal. Ich habe mich gerade doch umentschieden für den anderen Weg, der nicht durch diesen Morast geht, weil der Boden schon richtig am Schmatzen war. Und das muss ich nicht haben. Dann lieber jetzt hier hoch. Wie ihr da sehen könnt, ist das der offizielle Weg. Hier sind wieder überall solche Steinhaufen, die die Leute wohl zusammengetragen haben. Dort auch nochmal zwei. Und wie ich das auch an der Ostsee immer gemacht habe oder im Harz, wenn irgendwo so ein Steinhaufen ist, auch wenn ich nur noch einen kleinen gefunden habe, lege ich ihn dabei. Mein Stein ist dabei. Soll gut fürs Karma sein. Kann nicht schaden.
schaut mal hier vor mir, direkt hier oben auf den Felsen, auch so ein Wasserbecken, also natürlicher Wasserspeicher hier. Und das schlängelt sich so ein bisschen. Ich hoffe, man sieht das richtig. Irgendwie ist das Display von der Kamera so dunkel. Ich hoffe, dass nicht der ganze Film so dunkel wird. Das wär's. Mit der Kamera in letzter Zeit oft genug Ärger gehabt. Auf jeden Fall ist das doch klasse. Hier nochmal ein Blick aufs offene Meer. Die schroffe Küste hier. Es ist so gut wie kein sichtbarer Wellengang. Deswegen wirkt das vielleicht harmlos, aber das Wasser kann hier ganz schön reinpeitschen. Brauche ich nichts weiter sagen, oder? Entschuldigt, ich habe gerade schon mal so einen Schwenk gemacht, aber ich bin jetzt hier am höchsten Punkt angekommen und wollte euch das gerne noch einmal zeigen. Ich finde das so wunderschön. Auch wenn ich das hier in Norwegen zum 1000. Mal sage. Dass im Grunde nichts so schön sein kann. Wahnsinn. Schreibt mir mal, ob ihr das auch so seht. Oder ob ich einfach maßlos übertreibe. Seid bitte ehrlich. Ich kann das wohl ab. Was soll ich sagen, Leute? Ich sitze hier jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde, wenn nicht sogar länger. So ein bisschen in der Senke. Es ist unheimlich windgeschützt. Und genieße das einfach. Hier sind keine Geräusche, außer das Meer. Einfach klasse. Ich weiß gar nicht, warum die Leute alle nur da drüben hingehen, wo man bezahlen muss. Und hier auf dieser Seite überhaupt nicht. Mir wird auch gerade bewusst, dass ich schon die ersten 7 Tage rum habe und noch so viel sehen möchte eigentlich. Aber es nützt ja auch nichts, wenn man hier durchhetzt und es nicht genießt. Vielleicht muss ich nachher doch nochmal überdenken, was ich mir noch anschaue und dann erstmal Prioritäten setzen. Ja, jetzt gehe ich mal weiter in diese Richtung. Ich war gerade noch mal bei mir am Bulli und da hat sich ja so ein LT nebengestellt. Und man soll ja 3 Meter Abstand zu jedem halten. Ich habe jetzt 1,5 Meter. Finde ich nicht ganz so prickelnd. Jeder Norweger hält sich an so 3 Meter. Und wer parkt neben mir? Ein deutsches Pärchen. Wenn ich nachher wiederkomme, werde ich sie mal darauf ansprechen, ob die da wirklich so stehen bleiben wollen. Muss ja nicht sein. Naja, aber jetzt wieder zu den schönen Dingen. Diese schroffen Felsen. Von dieser Seite des Leuchtturms. Ich werde nicht hochgehen, weil ich das von der anderen Seite wesentlich schöner fand und die Aussicht ist dieselbe. Und auf den Leuchtturm schauen kann man halt nur von der anderen Seite. Und nicht von hier, wo man direkt die 10 Euro Eintritt zahlen muss. Finde ich okay. Es ist eine Stiftung, die das Ganze hier finanziert, aber ich muss es nicht haben. Und so eine Reise ist eh teuer genug. Dann zahle ich lieber einmal 10 Euro für eine Übernachtung. Und
Da ist das für mich persönlich besser investiert. Auch das ist doch ein toller Anblick hier. Ich würde sagen, es geht weiter, wenn man so das Schild sieht. Aber 2.500 ist definitiv zu viel. Irgendwann mal. Jetzt bin ich nochmal auf der anderen Seite der Küste hier. Und auch da so richtig schön zerklüftete Felsen. Da ist richtig Leben drin. Ja, wie ihr seht, es dämmert schon. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich denke, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich habe unheimlich viel Ruhe genossen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.